Today's Between Master and Disciples, Go Beyond the Difficulties of Life will be presented in Formosan and English with subtitles in Arabic, Oluxis or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. Formosa, Taiwan 是一个小岛，但遍布大自然的神奇美景。自北到南，北部地区有古城、原住民村、迷人的山峰、美丽的水墙，和雕刻精油的庙宇。中部地区有一系列美景，闪耀的海洋、湍急的河流、和翠绿的松林。南部是本土出名的文化中心，到即马依然保有真侪早期移民初到此地时的传统。2007年年初，青海牧上师回应了咱世界会会员心底的渴望。2007年2月18日，参加新年庆祝活动。甲来自全世界，大约一万名的世界会会员甲贵宾，伫福尔摩沙欢庆今年的旧历新年。这吉祥日子的当日，也是全球优秀领导奖的颁奖典礼。青海牧上师颁奖予菲律宾前总统罗穆斯国事和平奖，基金会会长曼纽尔莫纳托先生。甲参议员赫赫森阿尔瓦雷兹表彰因伫菲律宾对游乐难民所做的慈善义举。即马邀请恁做伙聆听1994年12月甲1995年正月，青海牧上师伫福尔摩沙西湖会见西方同修的时阵所做的开始，主题是。性命因为垂怜李新华。Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you.When association members convene from around the world, Supreme Master Ching Hai often meets with groups of different nationalities for discussions in English or their native language. I had a dog and I really loved my dog. And, Your dog? Yes. Yeah. What's his name? Mike. Mike? Okay. How old now? Well, he died a few years ago, actually. So what happened now? What, another Mike?No. Actually, sort of a personal feeling I had. Upon reflection of my dog, I felt like I wanted to take him with me if I could to heaven, you know. And in my meditation yesterday, I saw him, you know. But, except he was reincarnated as a new dog, but he was like in this kind of cage, you know. And, then, and he was in a kind of hell, you know. And I was able to open the cage and free him, you know. I felt so much love. It was really beautiful, you know. And then I thought, okay, I'm going to give you a blessing so you can go to a higher incarnation. But I wasn't able to. And I could only... How do you know that you wasn't able to? Well, I could like vision it. And the highest I could take him was another animal. Because, he was a domesticated animal, so he had a kind of human affinity. Or like a lower incarnation, you know. I guess my question is there anything that I can do now?
You know, but I mean, besides meditate more, is something I could do to... Your love will affect. Yeah. You already feel your love, and that's enough for you. Yeah. How do you know being animal is not better than human being? Oh. What is the life of dog we have here anyhow? Huh? You work like dog, and we eat a little bit better only. You never know, maybe dog don't want human food. Huh? Maybe you think, yeah, what kind of food he eats? Never mind, huh? Don't project your own feeling into the poor animal. If you think he's caged and you already free him, it's already good enough. Maybe that is as far as he can receive. Anyhow, all the creation has their merits and beauty. Without dogs, human would be more dopey. Yeah? You see how many people, because of the love for dog, they become more human. They learn how to love and they learn to receive from God through the dog. Because sometimes they don't have any other people to rely on. Because their friends betray them. Their maybe wife, husband run away from them. And then the dog is the faithful one. He never complained. And how many dogs rescue the whole family or the whole village, you know? They are very good. It's not bad to be a dog. It's good that God created dog. Let him be dog, huh? If there's no dog, oh, what do you think? Huh? Many people would have been deprived of love and this protection. Many dogs lead blind people to safety every day. And they even chase a lot of bad people, you know, or discover drugs and discover many bad things and save human lives. Dogs is fantastic, no problem. He's happy to be dogs. That's why you cannot bless him. God will bless him in time if he thinks he's not supposed to be dog anymore. If his duty is over, all right? Don't worry about him. There's millions of dogs in the universe. You can't bless them all. Yes. Ich hätte auch eine Frage wegen Hunden. Ich habe auch drei Hunde. Darf ein Hund bei der Meditation dabei sein? Jawohl, natürlich. Aber weil ich habe, meiner will immer mit meditieren. Okay, ist okay. Er will sogar extra ein Kissen haben. Okay, okay. Solange du beide gut fühlen, ja? Ja. Und eine nicht die andere stören. Nein, sie sind alle ganz gut. Vegetarian. Ja. Und wenn er never mind. No. Kein Problem. Huh? If the dog wants to meditate with her, let him. Yeah. So dog sometimes is more sensible than human. I always advise people when they don't have attachment, you know. When they don't have dog, they don't have to need no look for one. Now they already initiate and they take care of themselves and family. Yeah, if they don't want to be bound, yeah, you know. For animals, sometimes you have to be responsible. When you go away somewhere, you think, oh, how my dogs are doing, you know, how my cats are doing. Sometimes the cats and the dogs don't feel well when the owner has gone away. I know one cat in Germany, when I was in Germany, one cat, white one, so fat. He never eats when his owner has gone away. That's why he never can go anywhere more than 3 days. The cat will die. Yeah, I know that cat personally. Cats are very clever. If you don't like cat, he surely will jump on you. And make you feel loved. And that's why cats are everywhere. Cats multiply a lot. Because people love cat more and more. Because they know how to charm people. They're very independent. When you want him to come, he don't come. But when you don't like him or something, oh, he jumps to you. Make you feel so important. If you have dogs and cats who are so quiet and lovely and love to meditate, this is good for them. Yeah. Good for you. You have company, see? Yeah. No problem. Mm-hmm. Meine Mutter ist im Mai vergangen, also dieses Jahr gestorben. Oh. Und meine Frage ist, wie geht es weiter? Sie war nicht initiiert. Aha, aber bist du initiiert, oder? Ja. Das hieß deine Mutter. Ja. Ja, es war nämlich sehr eigentlich. Ich habe sie gepflegt bis 8 Tage, bevor sie gestorben ist. Und sie musste dann nochmal ins Krankenhaus gehen. Und da war es nicht sehr schön für sie in dem Krankenhaus. Natürlich. Da wurde sie halt nur betreut, aber nicht, hat keinen so einen richtigen Beistand gehabt. Und dann habe ich gebetet zur Meisterin und dann konnte ich sie noch die letzten 5 Tage oder 4 Tage in ein Hospiz bringen.
Und da hat sie gemeint, sie wäre schon im Himmel, so schön war es da. Und da starb sie also sehr friedvoll und ohne Schmerzen. Und sie wurde da auch aufgebahrt, also sie lag da wie eine Pharaonin aufgebahrt da. Und wir haben also so schön Abschied genommen von ihr, dass wir, also sie war auch im Gesicht wunderschön. Sie hat sehr stark Krebs gehabt, also sie war nicht eingefallen und gar richtig ein ganz schönes Gesicht und schöne Farbe. Ja. Und wir hatten so schön Abschied genommen von ihr, dass wir also keine normale Beerdigungszeremonien machen konnten, weil wir waren irgendwo für sie glücklich, dass sie so gehen konnte noch in den letzten 3 Tagen. Also sie hat gelacht und mit uns gesungen am Bett noch und war also richtig fröhlich die letzten Tage noch. Und jetzt ist meine Frage, also sie ist schon beerdigt worden, aber wir haben sie so begleitet hinterm Sarg her, und weil wir gesagt haben, wir möchten diese Freude und dieses angenehme Abschied nehmen, nicht durch, also jetzt uns wieder von dieser Atmosphäre runterziehen lassen und in die tiefe Trauer gehen, weil irgendwo war Glückseligkeit da. Mhm. Ja, und jetzt aber im Nachhinein habe ich jetzt irgendwo doch für mich Bedenken, dass ich jetzt nicht so der Tradition gefolgt bin. Mhm. Und jetzt ist nur meine Frage dessen, ob sie das jetzt für sich weiterhin so positiv erfahren konnte oder ob sie runtergeschaut hat und gesagt hat, jetzt macht es nicht mal so, wie es in der Tradition ist. Ah, mach nichts. Sie ist schon weggegangen. Das mache ich ja nichts aus. Die Tradition hat man 4 Wochen später dann schon in etwa auch gemacht, aber wir konnten nicht so diese Trauer empfinden, als wie wenn in normalen. Ja, weißt du, wovon deine Seele ganz und gar finden, dass sie glücklich ist. Weil sie, wir hatten diese Glückseligkeit in den letzten 3 Tagen empfunden und bekommen Beweise, dass deine Mutter in guten Händen war. Und dann brauchst du gar nicht kommen über diese äußerliche Rituale. Sie ist schon im Himmel. Sie kommen sich nicht an über die Glocken. Weil diese traurige Zeit ist sehr hart für meisten Leute. Ja. Und du sagst, so kannst du annehmen. Das heißt, du bist so innerlich erleuchtet, über diese weltlichen Gefühle und Rituale gereist. Ich habe auch empfunden, sie hat auch sehr würdevoll ihre Krankheit getragen. Also sie war sehr angenehm auch in ihrer Krankheit und als Patient und hat nie gejammert und ging also sehr offen. Sie hat auch zwar nie drüber geredet, aber sie ging sehr offen ihren Weg. Also vielleicht, weil sie so angenehm und so angenehm inne gefühlt, weil du meditiert und natürlich betet so für ihre, wie sagt man, Wohlgefühl. Ja. Und sie hat diese, wie sagt man, Segnung für sich genommen. Ja. Deshalb fühlt sie sich so friedlich und gibt es auch so viel. Gibt viele, die meisten mit den Krebskranken konnten nicht so friedlich gehen. Oh, sie weinen und den ganzen Tag. Sehr schmerzhaft. So viele Leute. Ja, das hat sie schon auch gehabt, aber ich habe das eher mitgekriegt, weil ich immer um sie herum war und meistens war es auch nachts. Aber der Arzt hat es nicht geglaubt, dass sie Schmerzen hat. Der hat immer zu mir gesagt, das Drama kommt noch. Aber dass wir schon mitten im Drama waren, hat er gar nicht mitgekriegt, weil sie immer im Bett vom Gesicht her immer schön und gut war. Aha. War sie nie krank, nur der Körper so die letzten 3 Wochen am Körper war krank. Aber im Gesicht war sie wunderschön, einmal war ein Notfall, da ist sie mir zusammengebrochen in der Nacht und am anderen Tag rief ich den Arzt sofort und habe gesagt, also ich kann mit ihr nicht mehr. Dann habe ich ihr das erzählt, das war dann eine Vertretung. Und dann hat sie gesagt, ja, um Gottes Willen, das können Sie ja gar nicht machen. Ich komme sofort, wir müssen schauen, dass wir Ihre Mutter ins Krankenhaus gehen. Und dann kam sie und kam zur Tür rein und sah sie im Bett liegen und hat gesagt,
Ach, das schaut ja gar nicht so schlimm aus, wie es ist, wie es sich angehört hat am Telefon. Ja, die Ärzte wissen nicht immer so. Ja. Ja. Und in der es ist gut, dass sie nicht so krank aussieht oder nicht so krank gefühlt. Ja. Ja, ja. Ja, aber Schmerzen hatte sie schon sehr stark. Ja, aber irgendwo hat sie es nicht so aus. Es war so ein komisches Stadium. Also ich war eher damit betroffen als wie sie, und der Arzt hat mir es nicht geglaubt und sie hat sich nicht beklagt. Ich sehe halt schon da drin, dass halt das unter der Führung des Meisters. Ja, natürlich, Gott hat sie gesegnet, weil sie eine gute Tochter hat. Das ist ja. Eine Person, die initiiert ist, von der 5. oder 6. oder 7. Generation in Freiheit bringen, in Himmel bringen. Okay. Und Krankheit und alles, sehr tragische Sache, wird auch minimisiert. Darin. Ja. Es gibt sowas. Ja. So viele unsere Initiierte haben dich selber Erfahrung. Ich habe einen Bandscheibenvorfall. Also das war ganz schwierig mit Röntgen und allem. Und jeder sagt, und ich bin mit Hals Krause hierher geflogen. Ja. Dr. Tom, I couldn't fly. It's not possible to fly with this thing. And I came, arrived here with stuff around. And I don't feel anything anymore. I sleep on the floor and it doesn't hurt and I don't have anything. And the doctor told me not to fly. Yes. Doctor tell her not to fly even. And then you didn't listen to the doctor. You fly to another doctor. Tell him I have another doctor. Okay. Faith heals everything. When you are good and faithful in your practice, every wonder, every miracle happens every time. Every day is a miracle. Sometimes you take it for granted, or sometimes it happens without you notice. But otherwise, all your day, every day since initiation, is miraculous. Yeah. And you're supposed to be sick and you don't have it. But you never know, because you don't have it. Only master knows. Yeah, master knows. Master arranges. A big accident becomes small accident. A small accident becomes nothing. Like breaking neck become no neck. No neck breaking. And then you feel good. Okay. And you tell me you don't have anything. No experience. Why? Whatever you want.真欢喜恁做伙观赏《师徒之间》节目，明仔请继续收看《生命因为淬炼而升华》第三集。青海无上师伫福摩沙西湖的开始，请继续观赏无上师电视台的健康生活节目。九点新闻后马上为你播出，再会。It's a joy to have you with us.For between master and disciples. Join us again tomorrow for part 3 of Go Beyond the Difficulties of Life, a lecture by Supreme Master Ching Hai in Xihu, Formosa. Stay with us for healthy living. Coming up next, right here on Supreme Master Television.Right after note with the news. Farewell for now. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.